Hallo Leute und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Wir waren hier irgendwo stehen geblieben in dem Bereich. Ja, ne, also erinnert ihr euch vielleicht, wir sind ja da von der Brücke runtergesprungen und sind dann da hergeschwommen, ne? So, und dann sind wir hier so rausgekommen. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal uns hier ein bisschen zurechtfinden. Wieder mal. Die Kiste schlagen wir kaputt und kriegen natürlich nichts dafür. Wir haben übrigens auch diese Laterne, ja. Die habe ich bis jetzt öfters mal vergessen. Ist mir aufgefallen, als ich mir die Videos nochmal angeguckt habe zum Teil, dass ich mir vielleicht mal diese Lampe... Boah! Kapitel 3. Die Klauen der Horde. Ui. Das hört sich böse an. Achso, es war ein Rabe. Und hier haben wir wieder eine Spritze. Ich muss mal kurz ins Inventar gucken. Ich bin völlig raus. Seit einer Woche nicht mehr gespielt. Was? Schrotflinte. Ah, das ist ja toll. Was können wir denn hier mitbauen? Ich weiß gar nicht. Bolzen wechseln. Ja, Bolzen wechseln. Wirkte Teile 5, um den Bolzen herzustellen. Okay. Die Spritze. Warte mal. Was haben wir denn da? 2. Dann rammen wir uns mal eine rein. 4 Schuss haben wir ja noch. Jetzt muss ich mir mal kurz das kurz auschecken. Wir haben jetzt die Schrot dazu gekriegt, ne? Den Revolver haben wir hier und das ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Ich kann ja jetzt das hier auf F1 legen, glaube ich. Ich weiß noch nicht wie. Haben wir den jetzt auf, ich weiß gar nicht, können wir den nicht irgendwie, nein, okay, ja, scheißegal. Ich wollte ihn einfach gerade nur auf diese Quick-Dingers legen, aber das hat nicht so gut funktioniert, scheißegal. Nein, oh Gott, nicht schießen. Waffe wegstecken ist, glaube ich, C. Und F war Nahkampf. Muss, also, sorry, ich muss mir jetzt gerade hier nochmal im Schnelldurchlauf die Steuerung aneignen. Ich habe seit einer Woche nicht mehr gespielt gerade. Und deswegen ist es gerade ein bisschen tricky. So, jetzt muss man erstmal hier weiter gucken. Warte mal, wir machen gleich mal die Lampe an direkt. Denn wenn wir die ja schon mal haben, unser Spiel eh recht dunkel ist, dann schadet das ja auch nichts. Und guck mal an. Das hätten wir schon wieder vergessen. 7700, wenn wir uns das nächste Mal ausrüsten können, da haben wir mega viel. Ach du Scheiße, Leute, dann können wir richtig fett ausrüsten. Oh ja, ich hoffe mal, wir werden hier nicht zu sehr überrascht von Dingen. Weiß nicht, ob... Wo? Da ist irgendein Zombie. Ich weiß noch nicht wo. Machen wir Licht aus. Gruppensex? Vielleicht, eventuell? Nein. Wir verbrennen die. Aber hier war gerade noch ein Zombie. Ich habe das genau gesehen. Und die sind jetzt alle... ja. Wie soll man das sagen? In eine Urne verwandelt. Ich gucke immer nach grünem Saft. Oh. Na super. Leute, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Waffe immer bereit. Auweia. Kein Dorf. Ach du Scheiße. Shit. Leute, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist ein Dorf. Leute, wir sind voll im Arsch. Das ist ein Dorf.
Na, du Kleiner, ist ja auch so heiß? Dann nimm doch mal ein Streichholz. Alter, oh, ohne Scheiß, Leute, das ist echt. Und ich frage mich, warum finden wir jetzt so viele Scheißspritzen? Das heißt nichts Gutes, die Spritze zwei Stück, einen nehmen wir, dann haben wir volle Energie. Dürfte reichen für ein paar Aussetzer. Und nochmal den grünen Saft. Wenn ich ehrlich bin, habe ich Angst weiterzugehen. Ich bin einfach ehrlich zu euch, ich habe Angst weiterzugehen. Dann ist es da ein ganzes Dorf und ich hoffe mal nicht, dass wir das komplett reinigen müssen. Mich stört das ein bisschen, wie er läuft. Habe ich das schon mal erwähnt? Dieses hektische. Das ist ein bisschen hektisch. Was? Nehmen? Warum gibt es hier eine Flasche? Ich nehme die mal. Wir können die auch Gegner an den Kopf werfen, habe ich gelesen. Okay, das Spiel sagt uns unweigerlich, wir sollen da rein. Aber natürlich tun wir das nicht. Können wir die Herrschaften anzünden? Ja. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, dass die runterkommen von da, wo die sind. Was? Hab ich... Wow. Warum war das mir schon wieder klar? Warum hat er was? Was? Da ist ja noch eine. Oh. Ach du Scheiße. Wie ich das nicht gesehen habe. Oh. Oh, 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 okay, Leute, okay. Wir können reden. Wo ist der andere? Oh. Na. Alter, warum denn? Leute, wir haben keine Chance gegen die. Wir haben schon alle Schuss verplempert. Ah, shit. 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 Und nochmal shit. Hier, Patronen. Patronen. Zwei Schuss. Okay. Zwei Schuss ist... Was? Okay, okay. Okay, Leute. Wir gehen in Kapitel 3 und versterben einfach mal sofort. Nicht an den Zombies und zwar in einer miesen Falle. Ach du Scheiße, Leute. Puh. Ich habe plötzlich viel mehr Respekt vor den Zombies. Ich hoffe, wir haben das jetzt alles schon. Nein, natürlich nicht. Dann verbrennen wir den nochmal. Wir müssen, glaube ich, die verbrennen, denn die fallen dann runter und greifen einen dann an. Also umso besser ist es, wenn wir sie verbrennen. Und jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir heben uns die Spritzen erstmal. Warte mal, wir haben ja, wie viele Spritzen haben wir? Zwei. Eine nehmen wir. Voll. Eine haben wir noch für Reserve. Okay, wir versuchen es mal anders. Indem wir ihn nicht anrühren. Und die Flasche bringt uns auch nicht so viel. Und zwar gehen wir hier rein. Ich glaube, das könnte vielleicht ein besserer Weg sein. Komm, das können wir. Wir können das nehmen. Dem Himmel sei Dank. Können wir damit... Ja. Yeah. Wir haben ein Beil. Das könnte schon mal uns ein gutes Stück weiterbringen. Mit dem Hackbeil hier. Oh, und da ist eine Falle. Ich schleiche immer gerne auf Fallen zu. Ja. Gut. Entschärft. Ich bin sehr vorsichtig. Merkt ihr vielleicht.
Das ist ja mega geil. Hier können wir uns verstecken. Aber hier lag auch noch was. Genau, wir können die Schublade öffnen. Streichhölzer. Das ist immer gut, Streichhölzer. In einer Welt wie dieser. Hallo? Ich weiß nicht, was hier passiert und ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Weil gerade habe ich einen menschlichen Schrei gehört. Untersuchen. Da hängen auf jeden Fall welche. Die baumeln. Aber unten passiert nichts, ne? Schön. Kann ich das dann wieder verlassen? Okay. Hallo? Hallo, ich möchte das wieder verlassen. Wie geht das? Inventar. Warum kann ich denn hier nichts machen? Hallo. Ich habe es doch untersucht. Was ist denn jetzt? Hallo? Ah. Nehmen, das Ball. Untersuchen tun wir nicht nochmal. Etwas tricky gerade. Etwas, naja. Durchsuchen oder verstecken, verstecken. Gibt so verdammt viele Möglichkeiten zu verstecken. Warum geht diese Lampe hin und her, Leute? Ich bin extrem angespannt. Wie ging es hier weiter? Ich möchte noch mal kurz weiter gucken. Die Falle hatten wir. Da steht einer. Auweia. Streichholz. Wir finden sehr viele Streichhölzer. Lebt der oder ist der? Hat der fertig? Switche mal kurz den auf den Revolver. Kann ich ihn denn abknallen irgendwie? Den juckt es alles nicht und wir haben einen Schuss verplempert. Das mache ich nicht mehr. Und wahrscheinlich auch noch Aufsehen erregt durch Krach. Vielleicht hat es ja irgendwas geändert hier. Nein, wir müssen da raus. Ah, ich möchte da nicht raus. Oh. Wer ist da? Nicht schießen! Ach so, das war er. Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber... Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ich würde hier gerne noch mal suchen, ob es hier noch was gibt. Können wir hier rein? Ja, können wir. Oder kommen wir daher? Nein, hier kommen wir nicht her. Ich glaube fast, das ist eine schlechte Idee. Das ist über den anderen Zombies. Dann würde ich sagen, lassen wir das und gehen mal wirklich zu ihm. Ich glaube, er bringt uns nämlich weiter.
Wahrscheinlich auch etwas sicherer. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Das Licht ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Na super, was machen wir jetzt hier? Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Oh ja, das sind diese Dinger da. Fallen sind gestellt. Jetzt frage ich mich. Er ist da unten. Was macht er? Er geht darüber. Und weg ist er. Kontrollpunkt. Okay, jetzt können wir abhauen. Vermutlich durch den Dachboden. Was ist hier? Hier ist nichts mehr, oder? Ist da noch was? In dem Korb vielleicht? Ist da noch was? Nee, da ist nichts. Okay, wir gehen mal weiter. Wir haben ja das Beil. Das finde ich deutlich angenehmer zu spielen als die Knarre. Wir dürften ja immer noch die Kollegen von unten haben. Oh, ja, die haben wir auch noch. Na komm her, du Penner. Was denn? Was, warum können wir die nur einmal benutzen? Munition alle. Ich verstecke mich mal. Der sieht mich bestimmt nicht. Der sieht mich wirklich nicht. Der hat eine Waffe. Der erinnert mich an Batman The Dark Knight, der Joker und so. Alter, da kommen einfach mal diese zwei Typen hochgestürmt. Oh! Hey, runter. Da ist eine Bombe. Was? Bomben ausweichen, schleichen. Du kannst Bomben vorbeischleichen. Was war das? Na komm. Warum explodieren die scheiß Bomben bei dem Typen nicht? Oh fuck. Sind so im Arsch, Alter. Mal eben eine Spritze reinrammen. Hallo, die Spritze, ich will die Spritze. Hat er die sich jetzt? Der kann die sich nicht spritzen, ach so. Alter, Leute, bin ich gerade am Adrenalin ausstoßen. Das ist der Wahnsinn. Er ist unten. Warum gehen die Bomben bei denen nicht los? Das ist die Frage. Jetzt kommt er, oder? Kommt er? Der hat eine Schrotze, aber dürfte die Schuss... Ah, apropos Schrotze, wir haben auch noch die Schrotze. Wobei, die hätten wir dann besser doch woanders genutzt, glaube ich.
Null Schuss. Munition alle. Verdammt. Alter, wir haben null Schuss. Was ist das? Brandbolzen. Was machen wir damit? Qualenbolzen. Was er macht, weiß ich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Schrotze. Und wir machen das Licht aus. Scheiße. Wir verbrennen ihn mal. Ich hoffe mal, das lockt ihn nicht an. Da ist er. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich will ihn gerne hier hochlocken mit der Flasche. Wir machen das so. So. Es dürfte eigentlich kommen. Ja. Angebissen. Er hat angebissen. Da ist er. Das Licht können wir nicht anmachen währenddessen, nein. Scheiße, jetzt steht er einfach nur da rum. Na toll. Bleib doch hier oben, bitte. Shit, das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Weg, verdammt. Noch eine Flasche. Noch ein Versuch. Haben wir es ein bisschen näher hergeworfen. Vielleicht kommt er dann weiter. Ja, Leute, das wird richtig scheiße. Jetzt kommt er nochmal. Oh, diesmal gerannt. Ja, es funktioniert. Er kommt näher. Komm noch ein bisschen näher, komm. Scheiße, er kommt einfach nur bis dahin, wo ich die Flasche hingeschmissen habe. Ich muss die Flasche hierher werfen. Sonst ist es unmöglich, an ihn ranzukommen. Scheiße, Leute, das ist kompliziert. Ich möchte nämlich keinen Schuss verschwenden. Ihr kennt mich. Wie ich einfach vorhin nichts getroffen habe. Das ist einfach immer noch so eine Schande. Und weg ist er. Bestimmt noch irgendeine Flasche. Komm. Lass da noch eine Flasche sein oder da hinten. Da ist bestimmt noch eine Flasche. Komm. Schau mal. Wo? Es gibt nur ihn. Wir erschießen ihn. Wir müssen das machen. Da liegt eine Fackel. Zurück. Scheiße.
Okay. Die Bombe, ist die mittlerweile weg? Einfach mal hierher. Und wenn er wieder weggeht, dann gehen wir wieder nach unten. Der scheiß Gewehr ist im Weg. Oh. Da ist er. Und jetzt geht er wieder. Schuss, Fackel und verbrennen. Gut. Den haben wir. Zwei Streichhölzer. Gleich mal wieder aufrüsten. Hier können wir wieder durchsuchen. Saft. 8800. Das ist ordentlich. Alter, Leute, das wird richtig scheiße. Jetzt haben wir auch noch Feuer. Oh. Das ist toll, ich frage mich, wo es da hingeht. Da geht's raus. Und hier, wo geht's da rein? Ah, endlich. Kartenfragment. Elk River Village, das ist das Dorf. Okay. Okay, ich muss es erst nehmen. Tagebuch von Sebastian Castellanos, September 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mit ihren heißen wie ich mir ihren heißen Arsch eingesehen habe. Ganz mein Typ. Und wir reisen durch den Spiegel.